Kinder gilt unser Dank. Wir sind glücklich, dass du in unserem Leben so viel wachsen lässt. Du bist der tiefste Grund unseres Dankes, denn du selbst legst dich als Brot in unsere Hand. Lass die Liebe brennen in unseren Herzen. Lass die Traurigen fröhlich sein. Lass die Einsamen Heimat finden. Lass die Ängstlichen voll Hoffnung sein. Lass uns Brot sein. Brot für andere. Stellvertretend für alle Gaben, die wir haben in unserer Pfarre, die wir ernten durften, möchte ich einen
Vater, du sorgst für deine Geschöpfe. Du hast den Menschen die Erde anvertraut. Wir danken dir in dieser Stunde für die Ernte dieses Jahres. Segne unsere Erntegaben und die Erntekrone. Nähre damit unser irdisches Leben. Gib uns immer das tägliche Brot, damit wir dich für deine Güte preisen und mit deinen Gaben den Notleidenden helfen können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
was du uns in diesem Jahr an Güten geschenkt hast. Lass uns nie vergessen, dass trotz aller Arbeit und Leistung unsererseits du es bist, der alles reifen lässt und die Arbeit unserer Hände mit Erfolg segnest, der du alles in deinen Händen hältst und es einst zum guten Ende führst. Wir bitten durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Joel. Fürchte dich nicht, du fruchtbares Land, freu dich und juble, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld, denn das Gras in der Steppe wird wieder grün, der Baum trägt seine Frucht, Feigenbaum und Weinstock bringen ihren Ertrag. Jubelt, ihr Söhne Zions, und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch Nahrung, wie es recht ist. Er schickt euch den Regen, Herbstregen und Frühjahrsregen, wie in früherer Zeit. Die Tannen sind voll von Getreide, die Kelter fließen über den Wein und Öl. Ihr werdet essen und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der für euch solche Wunder getan hat. Dann werdet ihr erkennen, dass ich mitten in Israel bin und dass ich der Herr euer Gott bin, ich sonst und niemand. Mein Volk braucht sich nie mehr zu schämen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt.
und erzählt ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegt er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Pfarrgemeinde, liebe Gäste, liebe Sänger, liebe Kinder, dieses Evangelium ist ein sehr kräftiges Wort. Jesus will uns sagen, wie wir in der rechten Weise mit dem umgehen sollen, was wir wirtschaftet haben, was wir besitzen, was uns zum Segen gereichen soll. Wer wird sich nicht freuen über eine gute Ernte? Und über das, was die Menschen dazu beigetragen haben, Gott hat uns diese Erde geschenkt, damit wir daraus Nahrung gewinnen. Wir alle sind Kostgänger Gottes. Denn alles liegt schon in den Schätzen der Schöpfung bereit. Alles, was lebt, verdanken wir der lebensspendenden Kraft Gottes. Im Psalm 104 heißt es, du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Dem Menschen ist es aufgetragen, das der Schöpfung innewohnende Leben zur Entfaltung zu bringen. Der Mensch pflügt, sät und erntet, und Gott ist es, der wachsen und gedeihen lässt. Wir sagen nicht im Vater unser, mein Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Und ein letztes können wir heute überlegen. Wir können uns fragen, gibt es nicht für viel mehr zu danken als für eine gute Ernte auf den Feldern, so sehr wir uns darüber freuen dürfen. Zu danken nämlich für das, was mich innerlich reich macht. Was zählt mehr als das Brot der Erde, das Brot der Liebe, das wir miteinander teilen? Was zählt mehr als die Ernte auf unseren Feldern, die Ernte, die aus guten menschlichen Beziehungen erwächst? Was schätze ich an einem Menschen, der mir nahe steht, meinen Freund, meinen Ehepartner, schätze ich das, was er hat, was er besitzt, was er kann, oder das, was er ist. Mit all dem, was seine Person ausmacht, was ihn wertvoll macht als Mensch. Gott wird auch mich einmal nicht fragen, was hast du erbracht, deine Leistung gemacht. Vielmehr, wie bist du an dem, was du zustande gebracht hast, gereift und innerlich gewachsen. Was bist du als dieser unverwechselbare Mensch? Die Ernte meines Lebens, die ich einfahren werde einmal, bin ich selber. Amen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, für die Gemeinschaft der Christen, dass wir wirkliche Mittel und Wege finden, für einen gerechten Ausgleich der Güter aller Welt zu sorgen. Wir bitten dich, Herr Hörer.
durch die Arbeit in der Landwirtschaft verdienen, um Vertrauen in sich selbst und um Gott vertrauen, dass ihr Tun nicht einfach nutzlos scheint. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die vor den übervollen Regalen unserer Konsumgesellschaft stehen, dass sie ein waches Gespür für die lebensnotwendige und Gespür für einen gerechten Lohn entwickeln. Wir bitten dich, erhöre uns. Dir, Gott, sei Dank, Ehre und Lob in alle Ewigkeit. Amen. Guter Gott, wir bringen das Brot, Zeichen für alles, was die Erde hervorbringt, wovon wir Menschen leben, wonach wir Menschen hungern, wofür wir uns abmühen. Brot, das alle Menschen der Erde ernähren soll. Guter Gott, wir bringen den Wein, Zeichen für das, was die Erde uns schenkt und bietet, Zeichen für das Leben selbst, denn wir dürsten nach Leben, nach Lebenserfüllung, nach Lebensfreude, Freude, die allen Menschen verheißen ist. Guter Gott, wir bringen uns selbst, nimm uns, wie wir sind, wie wir sein möchten. Bediene dich unserer Anstrengungen, mach Brot und Wein, mach uns, deine Gemeinde, zum Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt. Thank you.
wie wir sind, wie wir sein möchten. Mach uns, deine Gemeinde, zum Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Thank you.
gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Ihnen Gottes
uraufgeführt am 5. Mai in Salzburg mit noch mehr Sängern, mit 400 Sängern und vor tausenden Leuten. Und viele der Kirchberger waren dabei und das war der Tag des Pfarrfestes und da habe ich mit Lorenz Mayer auch ausgemacht, aber das holen wir in Kirchberg nach und heute haben wir es nachgeholt und ich danke dir dafür, dass du die Organisation übernommen hast. Vielleicht noch ein kurzes Wort, was das heute war. Das war vielfältig, das war bunt. Sie haben vielleicht bemerkt, es ist alles ein bisschen rund gegangen. Aber es war nicht nur ein Spektakel. Es war ein Erntedankgottesdienst in unserer Pfarrgemeinde, mit unserer Pfarrgemeinde und für unsere Pfarrgemeinde. Und ich glaube, so haben es auch alle, die hier mitgesungen haben, und Sie haben auch brav mitgesungen, auch verstanden.
allen, die mitgewirkt haben. Es war mir ein Anliegen, dass wir das in Kirchberg so schön einmal aufführen. Danke auch besonders an alle, die von auswärts dazugekommen sind, im Besonderen die Trompeter, den Stefan Kuba aus Graz und vor allem meinen Bruder aus Leipzig, der nächste Weg. Er hat gestern am Abend eine Uraufführung in Frauenthal gespielt und ich hoffe, er spielt einmal. Er studiert in Leipzig Kirchenmusik und Orgel und es wäre fein, wenn er für uns Kirchberger mal ein Orgelkonzert irgendwann in Sommerszeit geben würde.